Und damit ein herzlich willkommen zurück aus der Veranstaltung, wieder zurück ins produktive Leben. Ja, der nur wieder am Abtanzen. Puh. Gaming-Video, muss ich mal gucken, was machen wir denn? Park Graveyard. Kam 29. April raus. Welches Datum haben wir heute? Oh, 26. Mai heißt definitiv. Das brauchen wir nicht mehr previewen. Ich dachte, Dual haben wir schon freigeschaltet. Egal. Oh. Machen wir Gameplay-Part. Mit unserer Supermaschine. Die wir gegebenenfalls noch bald ein bisschen aufrüsten wieder müssen. So, wie war denn dein Go-Kart-Ergebnis? Naja, du warst auch schon mal besser. Interaktiver Ladebildschirm. Gucken. Yo! Vor allem neun Dinger, das wird immer länger. Wir haben ein Easter Egg gefunden. Nö, war schlecht. Kommt alles gut momentan an, größtenteils. Nö. Yeah. Wow, 0x2 ist natürlich nicht. Und Handlungswechsel. Und wir können immer noch nur 7 Teile einarbeiten. Ist zwar nicht gerade das Schönste, aber naja. Aber das Schöne ist dadurch trotzdem, wir können die fehlgeschlagenen Dinger auch ignorieren. Wenn auch nicht ganz vollständig. Oh, aber die Ergebnisse sind komplett in Ordnung. So, Kollege, du machst Arbeit und zwar Pronti. Du machst jetzt ein Review zu Wild Go Kart. An deinem Arbeitsplatz. Aber keine Sorge, Azubi. Du wirst definitiv noch bald wieder besseres Equipment bekommen. Aber wir gehen pennen, während du produktiv bist. Denn den Luxus können wir uns erlauben. Haben wir irgendwelche Aufgaben gerade? Nö, wir haben keine Geldaufträge. Gönnen wir uns erstmal ein schönes Sandwich. Oh, Park Graveyard kam super an. Haben wir direkt die Produktivität wieder ersetzen? Ist mein PC kaputt gegangen? Na super, ich wollte eigentlich investieren. Nein. Jetzt musste ich auch noch ersetzen, weil meine Kiste noch nicht nach 2 Monaten kaputt gegangen ist. Geil! Dann müssen wir weiter produktiv werden, damit wir halt unser Equipment auch verbessern können. Wobei, der Kollege mit Wild Go-Kart, der nimmt auch ein bisschen ein, liegt aber auch an unserer Abonnentenzahl. Oh Mann ey, wir müssen ackern, wir haben gerade guten Verlust gemacht.
Oh Mann, ihr seid alle am Heulen. Ihr könnt mich ja auch mal zu was einladen. Ihr wollt davon profitieren, nicht ich. Kennt ihr das auch, wenn alle was von einem wollen? Und Surprise, wir haben die 200.000 endlich geschafft. Die Sache ist natürlich, es geht immer weiter nach oben. Kein Ende in Sicht. Na, zeig mir mal dein Ergebnis. Das Interesse von Wild Go-Kart ist immer noch ein bisschen da. Wobei ich leider immer noch dazu sagen würde, ja, dir neues Equipment zu geben, können wir uns jetzt leider nicht leisten, weil du willst ja auch noch Gehalt haben. Wow. Aber muss dazu sagen, Park Graveyard ist die Interesse auch schon so weit unten. Geht's dann auch zu Review und Gutes. Ja, was können wir machen? Essen kaufen geht gerade nicht. Also können wir auch dösen. Ja, du musst auf jeden Fall dich noch mehr anstrengen, weil die Hauptabonnenten bringen bisher ich hier nach Hause. Aber er streckt sich auf jeden Fall an, das ist schön. Dafür gönnen wir uns auch mal einen Hotdog. $532. Puh. Du kannst zwar noch ein bisschen ackern, Kollege. Und zwar... Mach doch einfach mal... Du machst mal Call of Fury. Einladung ins Kino? Puh, von mir aus. Wir ziehen uns um. Ich dachte, einen Mitarbeiter mit einem eigenen Community zu haben, sei eine exzellente Idee. Ich wollte mehr, viel mehr. Der Wunsch, mein eigenes YouTube-Team zusammenzustellen, wurde immer größer. Und ich entschied mich, schon wieder ein neues Zuhause zu suchen. Alter, wir sind noch gerade mal zwei Parts hier drinne. Und du willst schon wieder umziehen. Alter, relax doch mal. Wenn wir mal wieder ein paar Beziehungen aufbauen. Bevor man ins Kino geht. Und wie läuft's bei dir? Ganz gut? Lalalalusch. Diese Talkerei ist auch mal so gut. Es klingt immer so wie bla 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 bla
bla bla bla bla bla. Mal kurz schauen, wie sieht denn unsere Aktivität aus? Wir sind aktuell Platz 45. Wir haben keine Verwarnung. Überwiegend positive Kommentare, auch von meinem Azubi. Wow. Monatliche Ziele 20.000 Zuschauer. Boah, das kriegen wir manchmal mit einem Video hin. Bla bla und ciao. Ach, man muss die Karten au. Oh. Warum hat man mir das noch nicht erklärt, dass man hier. Das muss man auch erstmal ahnen, dass man hier. Jetzt neuerdings die Karten sich aussuchen muss. Das macht das Ganze natürlich auch komplett anders. Und da sieht man auch, was man hier so als Lampen haben muss. 44,6, die haben wir ohne Probleme. Ja, so ist das Ganze doch schon. Das erklärt uns komischerweise die Knalltüte nicht, wenn er von seinem Leben erzählt. Naja. Gebe vor die Presse. Und hauen dir auf die Presse. Was sich reimt, ist wahr. Der Türsteher ist geil. Wir sagen ciao und schauen uns den Film an. Und in dieser Zeit kann ich ja mal kurz ein bisschen auf den Chat eingehen. Oh, ich sehe gerade, einer meiner Moderatoren war fünf Tage schön an der Norderei und isst Rührei. Ich höre schon auf mit den schlechten Reimereien. Oh, schade. Wie gesagt, die 300, was, 400 Dollar, die ich jetzt für den PC ausgeben musste, haben mir leider da verwehrt zu sagen, hier komm, Praktikant, ich rüste dein PC ein bisschen auf. Ja. Hat halt ein bisschen Pech gehabt. Das Leben geht aber weiter. Und ja, während der Kino vor sein, bleibt die Zeit schön stehen. Jetzt sieht man ja so schön, ja, die Zahl geht nach oben. Das heißt, hier läuft die normale Uhr weiter. Die Abonnentenzahl explodiert. Und wie gesagt, ich quatsch mit so vielen Leuten. Warum laden mich nicht öfter welche ins Kino ein? Oder ich würde auch öfter hingehen, aber muss dazu sagen, selber bin ich zu geizig. Ist meine ehrliche Art und Weise. Yeah, du machst yeah! Hä? Bleib doch mal stehen, Azubi! Na gut. Dann machen wir erstmal unser Park, Graveyard. Ah, scheiß drauf, wir haben noch einen dritten raus. Aller guten Dinge sind drei. InStyle freigeschaltet, neue Karten. PC-Teile. Klick, klick, klack, klack, klack. Oh, der Lustige kam mal wieder gut an. Wir haben eine Entscheidung geführt und ein ganzes Geld verloren. Wir bleiben professionell. Wurde nicht gut angesehen. Ladebildschirm.
Wir machen mal einen langen Kommentar. Bei dem normalen Spiel versuchen wir mal Rad zu schlagen. Mit Sarkasmus. Ey, warum ist momentan hier Dose in der Bewertung? Nö. Negativ. Noch ein Ladebildschirm, da sind wir jetzt mal ernst. Und den Handlungswechsel machen wir ein Outro mit Logo. Nö. Meine Güte, sind die pessimistisch heute. Kling, die Kasse klingelt. Vor allem mit dem Video schon 106K, also Netzwerk ist nicht das Problem, so. Können wir noch so alles nehmen? So, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, Musik und... Ja, wie gesagt, danach kommt ja... Oh, Inhalt neuer Rekord, danach kommt ja sowieso dann... Kling! Das Review. So, zeig mir mal dein Fury Gameplay. Hm, ja. Wir werden ja sehen, was die Kritiker sagen, wenn es hochgeladen ist. Mal kurz schauen, was verlangst du schon an Geld? Du wirst immer teurer, Kollege. Und wir kriegen neue Karten, den egoistischen Kommentar. Wow, ja. Du kannst zwischen 12 und 24 Karten auswählen. Die Erklärung hätten wir vorhin mal gebrauchen können, Kollege. Weißt du was? Auch du darfst mal Park Graveyard machen. Und du darfst auch mal gerne meinen PC benutzen, weil ich gehe jetzt eh pennen. Und dann sollte man vielleicht mal gucken. Die Spiele sind ja ausgeleiert, ob man mal... Lade einen Vlog hoch. So. Das könnte man auch mal machen. Ich will mal kurz gucken. Luxus-Apartment. $1000 je Monat. Man könnte noch einen einstellen und die Internetleitung wäre nochmal doppelt so hoch. Das heißt aber auch... Muss ich so streng sagen, wie es ist? Wo habe ich das nochmal gehabt? Und wo kann ich doch nachlesen, wie... wo war das nochmal? War das hier? Genau, Einkommen würde gerade so ausreichen, um alles zu finanzieren, aber kein Ausbau. Das heißt, umziehen ist sinnfrei aktuell. Oh Gott, er schlonzt schon vor sich hin. Warum geht er denn nicht mal chillen? Alter, der wird... Der kriegt echt Bombenbewertung, also... Ich muss seine Kiste wirklich mal ausbauen, weil er bringt wirklich Dollars ein. Ja, und wir stehen jetzt gerade da, weil ich nicht erlaubt habe, nimm meinen PC. Probieren wir es mal aus. Na gut, wir haben mal $20 ausgegeben, aber... Wir sind voll fit. Ich warte nur kurz, bis der Azubi seinen Auftrag erledigt hat. Zeig mir dein Ergebnis. Du musst aber unbedingt noch besser werden, Kollege. Du nimmst schon meine Hightech-Technik und versagst. Oh Mann, der schlonzt und... Ja, er geht nach Hause. Hat ja auch lang genug gedauert. Ja. Würde ich sagen... Wir lassen es noch hochladen. Guck mal kurz auf den Kalender. Gibt es irgendwas Interessantes diesen Monat? Nö, wir haben auch keine Einladung. Auch von ihm kommt Park Graveland super an. Der ist schon wieder da. Ey. 10 Sekunden Schlaf oder was? Ja, wir machen ein Review und dann müssen wir mal gucken,
Nach dem neuen Spiel. Ja, der lange Kommentar wird noch nicht so angesehen. Konstruktive Kritik? Nö. Habt ihr manchmal auch so das Gefühl, ihr könnt machen, was ihr wollt? Die sagen einfach mal nö, nö, nö. Hört mal wieder. Nö, nö, nö. Auf jeden Fall ackern wir gerade den ganzen Schaden, den mein PC verursacht hat, in einem Ritt raus. Weil wie gesagt, der Kollege will ja schon wieder umziehen, wo ich sagen muss. Hä? Noch nicht mal hier richtig drin und schon wieder ausziehen. Ist das der neue Trend? Meino, ist das der neue Trend? Ich bin 3 Tage hier und sag tschüss. Der neue Deutschland-Wohnungstrend. Mieten kaufen, wieder ausziehen. Ich höre wieder die Kasse, die klingelt. So. Bisschen hiervon, bisschen davon. Wir würden uns im Namen von Honey freuen, wenn sie zu einem neuen Spiel ein aktives Review-Video machen könntest, bevor wir es veröffentlichen. Hami, wir haben das Spiel gesehen. Ich will mal nur kurz gucken, haben wir die jetzt? Haben wir die Honey PSP jetzt? Kollege, du wirst unser Call of Fury Spieler. Hau das einfach durch, bis alle kotzen. Aber wieder an deinem Arbeitsplatz. Ein Unboxing ist doch aber was Nettes. Dirty Rabbit. Los, wie lange haben wir Zeit? 18. Juni. Nur mal kurz gucken. Doch, Honey PSP haben wir schon. Gut. Vor allem, wir sollten eine Review machen, bevor das Spiel rauskommt, okay? Wollte gerade sagen, was macht der Almdudler? Zeig mal deine Arbeit. Naja. Junge, wenn du weiter hier arbeiten willst, musst du aber auch schon mal dich anstrengen. Oh, Sound minus 1, haben wir das falsche Mikro eingestellt. Ich versuche immer nach dem, hier was am wenigsten ist, versuche ich immer zu machen, damit wir halt alles so gleichmäßig nach oben bekommen. Was nicht immer so sonderbar gut läuft. Wir machen einen kurzen Kommentar im interaktiven Ladebildschirm und für den letzten können wir nochmal
einen Übergang ins Schwarze raushauen. So, und durchrendern. Hör mal zu, Kleiner. Video machen. Wir haben einen sehr strengen Honey-PSP-Plan. Du machst die Preview. Ja, ich würde mal sagen, Call of Fury ist dahin. Du hast genug Call of Fury gespielt, das will sich keiner mehr mit anschauen. Willst du dich unterhalten? Ich habe keine Zeit dafür. Wir haben gerade einen sehr strengen Plan von Sony. Ich meine nur, er haut die Preview raus. Wir hauen das Gameplay raus. Dann macht er noch einen Gameplay-Part und ich den Review-Part. Also das ist momentan, ja, perfektes Time-Management. Aber wie das weitergeht, liebe Leute, sehen wir im nächsten Part. In diesem Sinne, recht herzlichen Dank. Über Kommentare und Co. würde ich mich freuen. Und, ja, viel Spaß beim nächsten Part von YouTubers Live.